Wir sollten das auch. Hier spricht Herbert. Seufzt. Hier spricht Herbert. So, wir behalten unsere Gefährten aber, ne? Ja, gut. Wir benennen ihn wie zwar. Die einzige Aufgabe, die wir jetzt noch haben, ist. Warte. Die Macht der Mitte. Bergungsarbeiten, Effekt ist Triebwert. Genau da möchte ich gerne hin. Da oben sagst du. Kampfkoloss der Baureihe. Burgruine West. Da gehe ich mal zum Krater. Da waren wir schon lange nicht mehr. So schnell sind wir wieder hier. Alles klar. So, hier war ja relativ ruhig. Kann ich den Kampfkolossen notfalls zur Chimäre locken oder so? Ich bin halt nicht sicher, ob die sich gegenseitig bekämpfen. Wir sollten unsere Lehren aus diesen Ruinen ziehen. Sind wir da hinten auch hochgegangen? Ah, komm. Ach so, bitte. Ja, dann komm halt her. Wieder. Was ist denn das? Warum? Ach ja, beim Fluss habe ich ja die Waffe ausgewählt. Die Fernkampfwaffe. So, da oben kriegen wir ein paar XP, das ist lieb. Sag mal. So. Holen wir uns mal schnell. Und ein bisschen Trockenfleisch vom Asphalt. So, dankeschön. Dann nehmen wir das mit. Schade, war kein Skeks. Skeks und Steinklauen kann ich einfach nicht unterscheiden. So, hier waren wir tatsächlich noch nicht, ne? Sieht alles sehr einladend aus. Dass überhaupt noch Grünzeug wächst, wundert mich ein bisschen. So, dankeschön. Dankeschön. Eine schicke Straßenlaterne. Wo geht's denn da lang? Oh Mann! Ich muss aufhören. Und wo geht's da lang? Und wo geht's da lang? Und wo geht's da lang? Ist es halt hier überall? Oh Mann, ich will hier überall sein. Aber erstmal zum Kampfkloß. Der Kampfkloß. Ach, da haben wir noch ein Kampfkloß. Und da müssen wir offenbar durch Lava durch. Okay, hier liegen wieder überall Nuggets rum. Na klar, na klar. Ich gehe erstmal hier oben rüber. Das müsste doch glühen hier, oder? Oh, warte mal, die Patrouille kenne ich noch gar nicht da hinten. Wir gehen da gleich hin. Ich will nur mal ganz kurz zur Patrouille da drüben. Könnten auch Banditen sein. Ich glaube, es sind Banditen. Ich habe gespeichert, es sind zu viele Banditen. Ich lade wahrscheinlich gleich wieder. Das sind sowas von Banditen. Aber die greifen nicht an. Jo, Leute! Jetzt mach keine Zicken, her mit der Kohle! Aber ich hab euch doch schon alles gegeben, was ich habe! Erzähl keinen Scheiß, ich weiß, dass du noch mehr Splitter in deinen Taschen hast. Her damit, oder ich schneid sie aus deiner Hose! Ich habe wirklich nichts mehr, ich sage die Wahrheit! Du hast es nicht anders gewollt. Ich hab noch. Na, schlag! Oder so.
Na also. Hey. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Ohne dich hätten mich diese Banditen umgebracht. Die Banditen haben mir alles abgenommen. Du darfst dich gerne an ihren Leichen bedienen. Möge Kalan dich beschützen, Fremder. Ja, dich auch, mein Freund, dich auch. Danke für die XP, ne? Das war sehr geschenkt. So, Trockenfleisch. Hier noch ein Wallfahrtsschrein, Infinite Skies. Geldbündel. Unter dem Wallfahrtsschrein, natürlich. Ja. Ehrlich gesagt, die haben nicht so viel Zeug dabei, wie ein Händler eigentlich hätte. Ich glaube, der hat uns beschissen. Wir hätten einfach warten sollen, aber unser Kollege hat ja auch sofort mit eingegriffen. So, wir wollten eigentlich da irgendwo lang, ne? Da oben ist der Kampfkoloss. Ich weiß nicht genau, ob wir mit Lava rüberkommen, zurückkommen. Da ist er. Hab ich schon gesehen. Da hinten. Offenbar kommen wir da ganz gut hin. Das Problem ist nur... Ich weiß nicht, wie wir den besiegen sollen. Ist mir gerade nur ein Rätsel. Der ist wahrscheinlich nicht defekt, ne? Okay, okay, okay. Ich weiß noch nicht, wie die kämpfen. Mit der Waffe mache ich, glaube ich, zu wenig Schaden. Und er macht zu viel. Ja, der macht zu viel Schaden. Wie kriege ich den denn down? Ich brauche halt erstmal eine ordentliche Rüstung, aber... Hätte Granaten lernen sollen, wa? Okay, cool. Ausgezeichnet. Dieses Teil wird noch einmal wichtig. Ja, klar wird es das. Musik, du kannst dich beruhigen. Ich habe ihn in einer raffinierten Taktik mit zig Handgranaten. Stimmt, ich habe Handgranaten ja auch gelevelt, glaube ich, ne? Also Granaten. Ich glaube ja, die machen jetzt mehr Schaden. Ich habe gerade so viele geworfen, weil ich dachte, ja, das bringt ja eh nicht so viel. Aber wir haben eh noch 28, das passt. Schlafen die oder sind die tot? Wir werden es herausfinden. Diese Anlage muss wohl einst zur Wasseraufbereitung gedient haben. Dennoch empfehle ich es nicht zu kosten. Was ist denn hier passiert? Wer auch immer hier früher gelebt hat, hatte wenig zu befürchten. Ja, ja. Was meinst du mit wenig zu befürchten? Ehrlich gesagt sehen mir die ganzen Toten aber schon ein bisschen befürchtig aus. Und ich muss den Teleporter gleich mal holen, der da hinten war. Woran sind diese Reißer gestorben? Daran. Okay, Moment. Oh! Ah! Okay. Moin! Ja, ein neuer Vagabund auf unseren Straßen. Lass dich willkommen heißen. Ja, klar. Was? Wie hast du mich genannt? Oh, ruhig. Es war nicht meine Absicht, dir zu nahe zu treten. Ich bin Raudur, selbsternannter Vagabund und Überlebenskünstler.
Es mag zwar nicht die beste Idee sein, hier draußen Quartier zu beziehen, aber es ist auch nicht die schlechteste. Eigentlich lässt es sich hier sogar sehr gut leben, wenn man sich mit den Umständen arrangiert hat. Darum begrüße ich auch jeden Neuen herzlich, denn vielleicht ist er bald Teil unserer Gemeinschaft. Mhm, ja, okay, ja. Viel Erfolg hattest du damit noch nicht, oder? Hey, ich wollte nur freundlich sein. Hier überhaupt auf einen Menschen zu treffen, grenzt an ein Wunder. Aber jetzt habe ich schon so viel erzählt. Was kann ich für dich tun? Eine gute Frage. Ja, ein Spur zu freundlich natürlich, aber gut mit Lebensmitteln ausgestattet. Wäre es nicht klüger, Schutz bei den Klerikern zu suchen? Oh, das ist das Letzte, was ich will. Klar, man ist in ihrer Festung bestimmt sicher, aber dafür musst du dir das Gequatsche ihrer Prediger geben. Darauf kann ich gut verzichten. Außerdem habe ich ganz andere Probleme. Da muss ich mir keine neuen schaffen. Ein Individuum kann niemals die Anzahl an Problemen schultern, die eine Gemeinschaft bereit zu tragen ist. Du klingst auch wie ein Theoretiker. Ich bin eher an praktischen Dingen interessiert. Okay. Du hast ein Problem erwähnt. Brauchst du Hilfe? Normalerweise ist das eine Frage, die ich den Leuten immer stelle. Anders kommt man heutzutage ja nicht an ein paar Splitter. Aber zurück zu deiner Frage. Wir versuchen schon seit einiger Zeit, unseren Generator zum Laufen zu bringen. Irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Hätten wir den nötigen Elektroschrott, sähe es ganz anders aus. Aber komm da erst mal ran. Das ist gar nicht so einfach. Was braucht er denn? Oh, Handwerk 6 haben wir nicht, ne? Nein! Aber hier. Ich besorge dir die nötigen Teile. Die Aussicht auf Strom lässt mich hoffen, dass du Erfolg hast. Wenn du 5 Haufen Elektroschrott findest, sollte ich daraus die nötigen Ersatzteile gewinnen können. Ich kann dich allerdings nicht mit Elexit bezahlen. Aber ich finde schon etwas Passendes, um dich zu entschädigen. Mach dir mal keine Sorgen, das kriegen wir hin. Hier. Ich habe den Elektroschrott, den du wolltest. Gut. Nun muss ich nur noch die richtigen Teile daraus gewinnen. Warte einen Moment. Vielleicht kriege ich die alte Lady jetzt zum Laufen. Na bitte, es geht doch. Hier, nimm. Es sind zwar keine Splitter, aber du kannst das Zeug bestimmt dagegen eintauschen. Ich habe dafür keine Verwendung. Zu viel Lärm und unberechenbar. Oh, okay, nice. Aber ich mach mal kurz Ende und speichere mal und sag die anderen Sachen. Ups. So. Ich glaube, der hat gerade schon gespeichert. Aber sicher ist sicher. Rauder, sag mal. Du bist mir eine Spur zu freundlich. Oh, ich bin eine geborene Frohnatur. Das ist alles. Okay. Oder? Du kannst mich nicht täuschen. Da steckt mehr dahinter. Na gut, ich weiß zwar nicht, was dich das angeht, aber ich war nicht immer so. Meine Leute und ich gehörten mal einer berüchtigten Banditenbande an. Wir sind marodierend und mordend durch die Gegend gezogen. Oha. Und weiter? Tja, irgendwann habe ich begonnen, all das zu hinterfragen. Das blieb einfach nicht aus, als Baxter, der Kopf der Bande, immer ruchloser wurde. Gefangene wurden nur noch selten gemacht und was die durchgemacht haben, uiuiui. Die Bilder holen mich jetzt noch im Schlaf ein. Und ihr konntet einfach so gehen? Natürlich nicht. Wir haben uns auf einem Raubzug abgesetzt. Diejenigen, die nicht mit wollten, mussten wir töten. Andernfalls hätten sie uns verraten. Es kommt immer mal wieder vor, dass niemand von einem Raubzug zurückkehrt. Unter Banditen ist das normal. Und jetzt sind wir hier, fernab unserer Vergangenheit, froh, dem alten Leben abgeschworen zu haben. Und das ist alles? Ja, die unwichtigen Einzelheiten habe ich bewusst ausgespart. Die gehen nur mich etwas an. Ach ja, wenn du willst, steht es dir frei, dich hier jederzeit auszuruhen. Gastfreundschaft will schließlich gelebt werden. Okay. Danke. Das Angebot nehme ich gerne an. Nichts zu danken.
Ist doch selbstverständlich. Man erzählt sich, ihr seid gut mit Lebensmitteln ausgestattet. Oh, das ist richtig. Wir haben kein Problem damit, auch in den entlegensten Gegenden zu überleben. Wir sind gute Jäger und wissen, mit wem man sich auf einen Handel einlassen kann. Dann macht es dir sicher nichts aus, etwas abzugeben. Für gewöhnlich nicht. Es gibt da nur ein Problem. Unsere Nahrungsvorräte locken ständig wildes Vieh an. Ohne ausreichende Bewaffnung könnte sich das auf Dauer als sehr lästig für uns erweisen. Okay, ja, ist euer Problem, ich bin nur wegen Vorräte hier. Ich dachte, ihr seid gute Jäger. Richtig. Und im Normalfall ist das zusätzliche Fleisch auch nicht zu verachten. Aber die Kadaver locken mittlerweile immer größere Exemplare an, für die unsere Bewaffnung nicht ausreicht. Die haben also zu viel Fleisch, Heilige. Ich soll euch mit Waffen ausstatten? Nein, die kaufen wir schon selbst ein. Du würdest eh nicht alles innerhalb kürzester Zeit auftreiben können. Machen wir es also kurz. Ein alter Freund kommt mich bald besuchen und verkauft mir die nötige Ausrüstung. Ich habe ihm gesagt, dass ich bis dahin die nötigen Splitter aufgetrieben habe. Mir fehlt nur noch eine überschaubare Summe. Kriege ich die von dir, sind wir im Geschäft. 52, na komm. Reicht das, damit du mir die Vorräte überlässt? Nicht ganz. Aber lass den Rest stecken. Den verbuchen wir als Rabatt. Hier, darauf stehen die Codes für die Vorratslager. Nimm dir aus ihnen, was du brauchst. Raudurs Notizen. Okay. Ich guck mir die extra noch nicht an. Ich hole erstmal das Ding da hinten. Ich guck mir die erst an, wenn ich die brauche. So, Firmengelände Vulkan. Oder Vulkan. Firmengelände Vulkan. Oder Vulkan. Ich weiß nicht genau. Das Firmengelände. Ist das. Oh nein. Nein, hier ist die Mücke. Scheiße, scheiß Mücken. Ich hasse scheiße Mücken. So, hey Leute. Bist du auf der Suche nach einer Bleibe? Oh. Klar, warum nicht? Ein Mann mit Verstand. Du kannst die Betten in unserem Lager jederzeit benutzen. Meistens pennt man zwar im Mief der anderen, aber es gibt Schlimmeres. Cool, danke, ne? Nein! Geh da weg! Jetzt habe ich fremde Arschbackenbakterien direkt auf meiner Kleidung. Ich will das Klopapier. Muss gleich mal gucken, wo die Vorräte sind. Wie ist... Ach, das ist unser Kollege. Ich dachte gerade, wie ist denn der da reingekommen? Metallschrott. Ah, das sind die Vorräte. Okay, Gandalfs Notizen. Wie ist nochmal? Raubein, Rudolf. Und genau deswegen habe ich lieber Raudur, genau. Es war gut, unsere Vorräte vor unseren alten Freunden und anderen Landungfingern abzusichern. Leider habe ich abermals die Codes vergessen, um an unsere Vorräte zu kommen. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, mir die Verantwortung dafür zu übertragen. 2 Tage haben wir gehungert, obwohl die Lebensmittel nur eine Armeslange entfernt lagen. Ich musste extra einen Typen anheuern, der uns die Dinger knackt. Den Zugriff und die neuen Codes waren mir die Sache aber wert, denn ich sterbe lieber mit einem vollen Magen, als langsam dahin zu siechen. Welcher Code zu welcher Einheit gehört, habe ich zwar wieder vergessen, aber so viel Auswahl gibt's ja nicht. PS, diese Notiz ist nur für mich bestimmt. Wenn du also nicht meinen Namen trägst und für ihn bezahlt hast, bist du entweder ein dreister Dieb oder hast mich auf dem Gewissen. In jedem Fall möge dir der Arsch auf Grundeis gehen. Aber wer hat uns das geschenkt? 9981, weißt du was? Ich schreibe mir die jetzt trotzdem nochmal auf. 9981, 1758 und 1455. So. Oh, ich habe gerade außerdem einen Screenshot gemacht. Cool. Naja. 9981. 981.
Das war nichts. Nein. 1758. Geht doch. Der fällt schon mal weg. So. Metallschrott Überlebens. 7 Überlebenspakete. Nice. Unverkäuflich. Enthält reichlich Nahrung. 7 von 20 Überlebenspaketen. 9981. Geht doch. Der fällt auch schon mal weg. Und dann haben wir Überlebenspakete. 8 Geldbündel. Und irgendwo muss ja noch ein Safe sein, ne? Ich rechne jederzeit damit, dass sie angreifen. Ich weiß nicht warum. Und pennen würde ich hier vielleicht doch nicht unbedingt. Ja, habe ich gewusst, dass der dann auffliegt. Ist der letzte Safe vielleicht da drin? 1455. Jo. So, 4, 5, 5. Geht doch. Und Überlebenspaket. Abgeschlossen, nahrhaft und gut. Kartenstück. Diese Kartenstücke. Kartenstück 11. So, warte. Da ist noch Elixid. Der hat gelogen, der hat noch Elixid. So. Alles ausgeräumt. Dankeschön. Tschüss. Ich weiß gar nicht mal, wofür das war, aber wir haben jetzt gerade aus Versehen eine Quest nebenbei mitgenommen. Mal wieder. Alles wie immer. So, das heißt, hier waren wir nun auch. Haben wir doch nicht alles gesehen. Ist es bei Elix möglich, alles zu sehen? Das ist die Masterfrage. Wenn das. Warte mal. Da hinten waren wir auch noch nicht. Wir düsen gleich wieder zurück ins Lager, ne? Der hat mich gerade erschossen, oder was? Hat er mich gerade angeschossen? Hat er mich gerade von hinten angeschossen? Kann er mich überhaupt anschießen? Hab ich doch gerade irgendwas getroffen. Nee, das ist nicht der Sumpf, wo wir schon mal waren. Da drüben laufen wieder XP rum, die würde ich gerne holen. Und dann würde ich wahnsinnig gerne doch mal da rumlaufen. Ah, es ist ein Skex. Ja. Skexy Boy. Tja. Juhu. So. Kopf kratzen und weiter gucken. Die nehme ich auch nochmal mit, weil, naja, wenn sie schon mal da sind. Warte mal. Da ist noch ein Skex. Oh, großartig. Was auch immer das hier mal war. Ich habe keine Ahnung. Ich freue mich, dass es da ist. Ich freue mich, dass die da sind. So, Dankeschön. Und da haben wir noch ein bisschen Zuppel, das nehmen wir noch mit. Trockenfleisch. Weißt du was, Trockenfleisch? Hau ich mir direkt mal rein. 2, 3, 4. So. Und dann kunden wir ja mal weiter. Da unten waren wir schon, da war diese komische... Der Kampfbot, Hochbolzen. Einfach so, klar, warum nicht? Da war der Kampfbot und hier ging es noch weiter über diese kleine Brücke unten oder hier oben lang. Mit Gockel. Da ist die Brücke. Da drüben! Okay, ich war out of. Sag mal.
Wow. Da war ich gerade out of Ausdauer aus Versehen. Na sowas. Was kommt hier so alles? Okay, die Lava scheint tatsächlich überall rauszubrechen, ne? Wie viele Zigaretten haben wir inzwischen eigentlich? Weißt du was, ich bin neugierig. Wie viele Zigaretten haben wir inzwischen? Wo finde ich die denn? Items? Ne, Audiologs, Rezepte. Das waren die Quests. Hier wahrscheinlich, ne? Werkzeugschlüssel. Werkzeuge, Schlüssel, nein. Materialien, sonstige. Okay, alles klar. Ganz ehrlich, ich kann überall Automaten aufstellen jetzt. So, ich glaube, gleich geht's einfach wieder runter. Liegt da noch was? Da an der Seite. Vor allem bei der Lava weiß man auch gar nicht, was die sich alles geholt hat, ne? Ho! Ho! Lolo! Da drüben! Nee! Lass mal. Mach du gerne. Plitsch! Mach du mal gerne. Oh, was war das denn? Hat er gerade so yeah gemacht aus dem Wasser raus? Sag mal. Fasse alles. So. Junge, Junge, Junge. Manchmal habe ich das Gefühl, ich verschwende die Tränke, aber... Naja. Shit happens, passiert. Okay. Ist das hier Öl oder was ist das? Und was ist das? Das könnte ein Krater sein, theoretisch. Aber nur theoretisch. Ich glaube, also per Definition ist natürlich einer. Ich meine aber so ein Meteorkrater, ne? Oh, hey. Sag mal, wollt ihr mich verarschen eigentlich? Und jetzt fängt er noch Blut zu spucken auf mich. Das ist doch wohl nicht wahr. Mann, ich vermisse Kaya. Das ist doch nicht... Ja, das Problem, wenn mehrere Gegner auf einen einschlagen immer. Du kriegst halt auf jeden Fall auf die Fresse. Und dann noch ein ungünstiger Kampf? Naja. Das haben wir auch schon anders erlebt. Und ich ärgere mich immer darüber, dass ich dann schon wieder einen Heiltrank so reinwerfen muss. Und wir trinken wie Fanta. Was denn jetzt? Aber hier ist nichts. Hä? Hier ist doch nichts. Kein roter Punkt, kein gar nichts. Was ist denn mit Kampfmusik? Hallo? So, da unten. Ich glaube, da waren wir schon. Die Dinger sind irgendwie fast immer leer. Schade. In dem fetten Rohr da hinten waren wir auch noch nicht drin, ne?
Da haben wir nicht reingeguckt. Eigentlich wollte ich da gar nicht lang. Ich gehe schon wieder zurück gerade. Da waren wir scheinbar auch noch nicht. Da ist eine kleine fette Ratte.